Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight 10.2 Wächter des Traums. Es ist die nächste Woche angebrochen. Ja, ich habe die Tierquest nicht wie geplant gespielt. Ein anderes Spiel ist dazwischen gekommen. Und ich muss den Ton lauter drehen, ne? Eieieiei. Ja, es ist jetzt aktuell stressig. Die letzten zwei Tage war ich viel unterwegs, aber ist vorgestern ein Spiel rausgekommen, auf das ich mich seit Monaten freue. Also seit einem Monat freue. Und sehr viel Stress. Stress ist übertrieben gesagt, aber na gut. Was ist passiert zwischenzeitlich? Ja, das kommt nach hier unten. Was ist passiert? Es ist eine neue Woche, neues Glück. Man kennt es. Ich schmeiß mal die Kamera und das Licht an. Da bin ich. Es ist eine neue Woche. Eine neue Woche heißt, wir haben einen neuen Raid-Flügel vom Traum im Nachhinein, von Amedrasil. Ich kämpfe mit mir, weil wir natürlich jetzt das Problem haben, dass wir auf der einen Seite den Raid fertig machen müssten und auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Nebenaufgabenreihen auch noch nachholen. Machen wir auch. Mein Vorschlag ist, wir machen jetzt den Raid und im nächsten Video kümmern wir uns dann um Tier. Ich mache das direkt jetzt hintereinander, dass ich es nicht wieder aufschieben kann. Sonst wird das nichts mehr. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten gleich den Schlachtzugbrowser für den Flügel Nummer 3 und guckt euch das mal an. Wir haben natürlich Reisetagebuch, dieses Mal Dezember. Heute ist der 1.12. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit eurem ersten Kalendertürchen. Und hier oben, ist das nicht süß? Ist das süß? Ein kleiner Schneemann. Finde ich toll. Diesen Eiszapfen hier und auch der Schnee. Okay. Und Zeitwanderung ist wieder einiges dabei. Eieiei. Schließt 15. Schließt vom 20.12. bis zum 27.12. Quests in der Scherbenwelt ab. Ja, Problem ist, das wird sich jetzt ergeben. Ich gehe fest davon aus, wir werden nebenbei die Sachen alle abschließen. Ich habe jetzt schon sehr viele Rufsachen gemacht, das ist ärgerlich. Die hätte ich besser heute erst gemacht, aber ist egal. Also, Schlachtzugbrowser, ihr wisst alle Bescheid. Ihr habt ja im letzten Video den Flügel Nummer 2 gesehen und jetzt geht's auf in den Flügel Nummer 3. Das Viridian-Gewebe. Rat der Träume und Nimue-Weberin des Kreises. Wir gucken mal schnell. Wupp. Rat der Träume. Der Rat der Träume ist standhaft in seiner Pflicht als Beschützer. Pip nutzt tödliche Tricks, um seine Opfer zu verwirren, während Urk Thors auf hohe Gewalt setzt, um seine Feinde zu zerschmettern. Erwin nutzt ihre Weisheit und Gerissenheit, um das Schlachtfeld zu kontrollieren und ihre Ratskollegen zu leiten. Ein kleiner Feendrache, okay. Und die sind auch jetzt verdorben, ja. Ich muss mir gleich die... Warte mal kurz. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Warum? Egal. Da bin ich wieder. So, ich habe vorhin ja mit einem Flexarm und mit einem Mastermount rumgespielt und hatte deswegen ein bisschen Schmierzeug an den Fingern. Das habe ich mir mal schnell abgewaschen. Da bin ich. Kein Signal. Okay. Kamera ausgefallen. Gut, alles gut. Also wir haben drei Gegner. Urk Thors, Erwin oder so ähnlich und Pip. Spielcharaktere bekämpfen den Rat der Träume, den furchterregenden Werbären Urk Thors, die naturalistische Dryade Erwin und den Trickser Feendrachen Pip. Bei 100 Energie entfesseln ein Ratsmitglied seinen stärksten Angriff und setzt blinde Wut, fesseln sicklich bzw. lädt der Drachen ein. Wenn die Gesundheit eines Ratsmitglieds auf 1 fällt,
Zapft es den Traum an und setzt Wiedergeburt ein, was jedoch fehlschlägt, wenn seine Verbündeten dasselbe Schicksal erhält. Das muss man alle gleichzeitig runterhauen, ist klar. Schadensklassen. Urktors peinigende Klauen verursachen körperlichen Schaden in einem kegelförmigen Bereich vor ihm. Okay, also nicht vor ihm stehen. Urktors unkontrollierter Ansturm verursacht weniger Schaden, je mehr Spielercharaktere ihn unter sich aufteilen. Also bei Ansturm müssen wir uns zusammenstellen. Pips Lied des Drachen wendet hinreißendes Finale an, wenn der Effekt nicht entfernt wird. Pips Lied des Drachen, das ist seine 100 Energiefähigkeit, wendet hinreißendes Finale an, wenn der Effekt nicht entfernt wird. Wie entfernt man den Effekt? Lied des Drachen. Okay, wie wird denn Lied des Drachen entfernt? Okay, na gut. Gegner Nummer 1. Der Flügel besteht ja nur aus zwei Gegnern. Ach du Scheiße. Das ist lang. Gegner Nummer 2 ist dann Nimue, Weberin des Kreises. Nimue wurde an diesem üppigen Reich untergebracht, als Eona und Freya, das sind ja hier Hüter der Titanen, den Traum formten. Im Tempel des Quells vollstreckt und schützt sie die Ordnung des magischen Traums und verwebt seine Wildnis zu komplexen Mustern. So sieht sie aus. Gruselig. Nimue ist grüne Matrix, zieht Energie aus dem Traum, um neues Leben hervorzubringen und die zu bestrafen, die seines Markten Fäden kreuzen. Jeder Einsatz von Continuum verändert Nimues grüne Matrix. Bei Erreichen von 100% Energie setzt Nimue in voller Blüte ein und beschwört Kreiswächter, die Nimue mit Lebensschutz beschützen. Standing on Searching Grove greedily reduces its duration. Circle Wardens protect Nimue with Life Ward and cast a Lumbering Slam. Impending Loom stun players on contact and inflict substantial damage. Schön, dass das nicht übersetzt ist. Okay, ist aber nur bei der Schadensklasse. Okay. Das heißt, man muss sich da draufstellen auf Searching Grove, auf schwellendes Gewächs, wenn ich das richtig verstehe. Die Wächter machen einen Lebensschutz und müssen deswegen besiegt werden. Und da muss man ausweichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es wirkt komplex. Gut. So viel dazu. Was machen wir jetzt? Wir starten durch und werden uns mit Weltquest beschäftigen, denke ich mal. Katalogisiererscheibe, Mundgenügen gerettet. Ja, warum eigentlich nicht? Achso, ich habe mir die Epic Edition von The War Within bestellt, gekauft. Dementsprechend haben wir eine neue Quest. Und die können wir theoretisch jetzt auch mal eben machen, oder? Wenn wir eh so viel Zeit haben. Dies wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Und bedrohen die kleinsten von uns. Ihr müsst sie retten. Ich mag die. Es ist extrem schwer mit dem Ding zu zielen irgendwie. Oh, ich habe eine Sache vergessen. Szenarios! Legendär. Ich muss gleich nochmal ganz kurz nach links rollen. Zu meinem Notebook. Die Widerstandsfähigkeit der hiesigen Bewohner beeindruckt mich. 3000 von 3000 schon?
Aber ich mache mir um die Aufgaben diesen Monat im Reisetagebuch keine Sorgen. Vor allem, wenn auch Zeitwanderung bei ist, dann easy. Wir müssen jetzt eh ein bisschen warten, also wir haben ja jetzt keinen Druck oder so. So, ich habe nämlich nebenbei hier noch Updates laufen gehabt. Okay, dann haben wir das erledigt. Jetzt wäre die Frage, ob wir auch hier das machen. Oh, ich soll euch töten. Ist ja gemein. Tun mir ein wenig leid. Na gut. Hey, Moonkin, fühl dich gerettet. Hey. Sehr schön. Was ist das hier für eine Schatzkiste? Die Musik ist so schön, ne? Ach, guck mal, hier irgendwas im Baum. Na, das nehme ich doch gerne mit. Wenn ich hier drauf landen kann. Dann. Ah ja. Schön. Warum nicht? Da, da. Ah, 46 Minuten ist schon krass dafür, dass das der neue Flügel ist. Gut, ich meine, es ist freitags 13.49 Uhr, könnte auch daran liegen, aber ist trotzdem krass. Die muss ich besiegen. Ja, es geht. Wir bekommen Schaden. Muss man sich natürlich gegenheilen. Wow, okay. Hat funktioniert. So.
Um auf die feige, faule Art und Weise. Einmal unsichtbar machen. Eieiei. Hier sitzt einer drin, den haben wir auch schon mal. Ich weiß gar nicht, haben wir das zusammen gemacht oder habe ich das ohne euch gemacht? Ich habe auch schon mal Weltquests ohne euch gespielt. Aber ich meine, die hätten wir sogar zusammen gemacht. Gut, gut, gut. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Ihr habt viele gerettet. Gerne. So, dann haben wir das auch erledigt. Was haben wir hier? Ein Drachenrennen können wir noch gerne machen. Graserei, ja. Pflanzt hier gerade jemand zufällig? Nö, okay. So. Es ist ein ausgezeichneter Tag für ein Rennen. Sehe ich genauso. Gerne, gerne. Wir machen natürlich fortgeschritten. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wir müssen das eh alles dann noch nachholen. Auch in der Zaralek-Höhle. Alle Drachenrennen noch optimieren. Das steht noch auf der To-Do-List. Exzellente Arbeit. Ich kann sehen, dass ihr beide bald ernstzunehmende Gegner sein werdet. Schade, Silber. Ja, es ist schwierig. Also fortgeschritten Gold ist schon hart. Da wundere ich mich bei fast jedem Rennen, wenn es denn dann stattfindet, wie schwierig das ist. Die Superblüte habe ich schon gemacht. Die habe ich gestern Abend gemacht. Daher brauchen wir uns damit nicht mehr zu beschäftigen. Auch die 1500 Ruf habe ich schon beisammen. Wir sind inzwischen übrigens schon Ruhmstufe 13. Ja, das geht also auch ganz zügig. Von den Saaten könnten wir noch eine mitmachen. Wenn hier jetzt gerade jemand pflanzt vielleicht. Sonst pflanze ich einfach mal eine und machen wir die jetzt einfach mal. Nehmen wir mal blau. Ja, ansonsten Tank einreihen, klar. Können wir auf lange Sicht auch machen. Also auf lange Sicht können wir uns gerne mal für die Raids als Tank einreihen, aber das kann halt auch ein Fiasko werden. Ne? Ich habe mich damals ja getraut mit meinem Paladin, aber mit dem Druiden weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Fühle ich mich generell ein wenig unsicherer als mit dem Paladin damals, mit unserer Blutelfe. Naja, so, ansonsten wisst ihr ja Bescheid, wir haben die Tieraufgabe, die müssen wir noch erledigen und eben noch den Raid. Die anderen Flügel mache ich ohne euch, da reihe ich mich auch noch ein, dass ich die auch regelmäßig mache. Hier haben wir die Aufgabe. Und sind die Ausrufezeichen schief? Manche zumindest. Datenwiederbeschaffung. Ihr wisst ja noch, wir haben ja versucht, wir haben ja hier die Wache Tiers wieder hergestellt, wieder geschmiedet und haben auch schon nach Erinnerungen von Tier gesucht. Haben auch welche gefunden, korrigiert mich. Dafür sind wir dann durch diese Zeitportale gereist oder in die anderen Universen gereist. Das waren Zeitportale, ne? Und haben da dann ja diese Daten zusammengetragen, diese Erinnerungen, um eben den Avatar, den wir für Tier hergestellt haben, auf dieser silbernen Drachenschuppe, den zu beleben. Und das haben wir geschafft. Wir waren in der Vergangenheit, haben auch Tiers Wache soweit gerettet. Ich meine, irgendjemand ist doch da fast auch auf Abwege geraten. Die haben wir gerettet, haben alles geschafft. Und dann haben die gesagt, jo, jetzt machen wir mal eine Pause. Und da geht's jetzt weiter, nachdem wir die neue Aufgabe zur Verfügung haben.
Unterstützt das Abkommen habe ich sogar schon fertig. Sehr schön. Auch vom Ruf her sind wir sehr gut dabei. Ne? Guck mal hier. Drachenschuppen-Expedition, sogar eine Paragon. Hier leider nicht. Traumwächter ist klar und Tuska fehlt noch als einzige Fraktion sogar. Krass. Klingelt hier gerade? Ist gerade irgendwas geklingelt? Sorry, ich hatte gerade kurz das Gefühl. Ich hatte gerade das Gefühl, irgendwas hat vibriert. So. Na gut, vielleicht was unter mir. Gut. Ja, ist jetzt eine sehr kleine Traumsaat, ist aber in Ordnung. Muss ja auch mal sein. Auch eine kleine Traumsaat hat es verdient, gepflanzt zu werden. In 2 Minuten machen wir dann den Zeitriss. Die Superblumen machen wir nicht mit. Denn ich brauche noch Soridormi-Ruf. Ja, ist okay. Ist okay. Dann nehmen wir einmal den Ruhestein, reisen nach Waldracken. Und können auch da dann einmal die Epic Edition Inhalte durchgehen. Die sind ja wie gesagt jetzt auch neu, da ich jetzt seit diesem Video Besitzer der nächsten Erweiterung bin. Ne? Also auch das Startmenü in meinem Launcher ist jetzt schon mit dem Logo von The War Within. Und wir haben jetzt eben diese Vorbestellerinhalte im Spiel freigeschaltet. Zeige ich euch jetzt. Sind ganz cool. Ne? So. Also, aha, ich habe ja schon fast gedacht, das kann keine, oh Gott, was ist das denn hier, guck mal. Das habe ich auch gelesen, die wurden aufgrund eines Bugs zu wenig verteilt nach dem Besiegen der Bosse, deswegen bekommt man die Peppos, das habe ich auch gelesen. Wasser fließen erneut. Okay. Flügel Nummer 3 zum ersten Mal. Ne? Wir sind wieder in der Haupthalle und es geht jetzt... Nee. Da lang. Rechtsraum. Champions, vor euch liegt ein heiliger Ort im smaragdgrünen Traum. Alle Eindringlinge in den Traum werden angegriffen, unabhängig von der Reinheit ihrer Absicht. Aha. Okay, da im Zentrum waren wir ja schon. Aha, aha. Okay. Sieht schon wieder natürlich optisch sehr schön aus alles hier. Das sind wir gewohnt vom Raid bis jetzt. Tiefgrüne Terrasse. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja, vom Schaden her immer noch nicht optimal, ne?
Ne? Ja, 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 ja. Eure Anwesenheit entzweit diese Hallen, Sterbliche. Kein Grund. Es macht uns keine Freude. Doch euer Eindringen muss bestraft werden. Oh, es ist wunderschön. Okay. Gut, das heißt aber, die sind jetzt nicht verdorben oder sonst irgendwas, sondern die sind wirklich... Spielen wir. Pip, bitte nicht. Das sind ganz... Das sind ganz normale Wächter, die einfach nur jetzt... Die alles verteidigen wollen. Eure Spiele können nichts ändern, Trickser. Meine unbeugsame Stärke wird sie brechen. Mhm. Jetzt! Gemeinsam werden wir sie aus dem Traum vertreiben. Okay. Gibt's einen Ready-Check oder gehen wir einfach drauf? Inzwischen bin ich alles gewohnt. Meine Kraft ist endlos! Schreddern! So, wir wissen, wir müssen die gleichzeitig runterhauen. Schreddern! Muss man sich da reinstellen? Wir haben jetzt hier dieses Gewächs, seht ihr das? Giftiger Schlag! Wilder Ansturm! Gift! Blüten. Schreddern. Husch, husch. Ich mag Pip. Das ist zu weit entfernt. Endlose Wut! Nicht nett! Gemeinsam stirbt sie schöner! Reißen! Okay, wir können so die Wurzeln wegmachen, habe ich jetzt verstanden, okay. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ins Dickicht mit euch! Wilder Ansturm! Warum muss ich mich mit euch Trottel abgeben, Urktos? Reißen!
Atmet ein und sterbt. Das ist zu weit. Schleudern! Ich bin außer Reichweite. Teilen Sie sich jetzt einen Lebensbalken oder nicht? Das wirkt so gerade, ne? Schleichendes Gift. Wieder Ansturm. Atmet ein und sterbt. Reißen! Husch, husch! Aber die teilen sich an Lebensbalken, das ist nur auf LFR wahrscheinlich so, oder? Wird er bald zerfetzt. Das war knapp, glaube ich. Okay, Boss Nummer 1. Cool, ja, kann man machen. Blade, der sieht cool aus. Fallen zu sehen. Aber wir müssen das Samenkorn des Lebens finden. Also Bedarf würfeln ist so ein Ramsch, ne? Man kriegt nie was. Cool. Okay. Wir müssen, was? Samenkorn des... Ihr wisst schon. Samenkorn finden. Schön, damit haben wir den ersten der zwei Bosse. Es sind ja nur zwei Bosse tatsächlich. Den ersten der zwei Bosse geschafft. Jetzt noch Nimue. Das sieht übrigens sehr schön aus hier alles, ne? Jetzt noch Nimue, dann haben wir auch schon den dritten Flügel fertig und nächste Woche ist es dann soweit. Den haben wir auch schon besiegt, ne? Genau, es fehlt ja nur noch Tindral und Fyrak. Ihr stört das Gleichgewicht dieses Ortes. Ihr werdet vernichtet. Der Wächter des Samenkorns wird eher sterben, als es euch zu überlassen. Offensichtlich. Wandteppich des Traums. So, was war hier jetzt nochmal? Wir müssen also auf dieser Fläche stehen, um das Gewächs, um den Wachstum zu bremsen. Matrix. Eine Reihe seidener Fäden, die den Traum aufbauen. So hauchzart, dass die geringste Störung alles zum Einsturz bringen könnte. Sein. Ihr müsst vernichtet werden. Ihr stört die Ordnung. Ich muss näher ran. Okay. Ich weiß nicht, was hier passieren wird. Der Traum fesselt euch. Das Gewebe darf sich nicht ändern. An die Zerstörung gebunden.
Ach Gott, okay, die Dinge muss man ausweichen, okay. Veränderungen sind katastrophal. An die Zerstörung gebunden. Okay, das macht mega Schaden. Ich habe kein Ziel. Alle Bringer des Wandels müssen gereinigt werden. Der Traum fesselt euch. Veränderungen sind katastrophal. An die Zerstörung gebunden. Das Gewebe darf sich nicht ändern. An die Zerstörung gebunden. Wir gehen gleich helfen. Ich mach gerade einmal schnell hier. Ich weiß, wir machen keinen Schaden gerade. Nehmen wir die Pflanze noch weg. Ich bin außer Reichweite. Fehlerhafter Entwurf. Okay, die klingt auch schon wieder wie so ein Konstrukt der ersten, ne? So eine Weberin des Schicksals, sowas in der Ihr Richtung. Ihr bedroht den Traum. Eure Existenz wird beendet. Der Traum fesselt euch. Veränderungen sind katastrophal. Ja, Leute, ihr müsst... Ja, es klappt leider nicht so gut mit dem Draufstellen, ne? An die Zerstörung gebunden. Fehlerhafter Entwurf. Veränderungen sind verdammte Scheiße. Der Traum fesselt on. Kommt. Ja, es klappt. Schön. Was nice. Wird aus dem Traum werden? Ein schreckliches Opfer. Was? Okay. Ruht in Frieden. Seid wachsam, Helden. Warum kriege ich das jetzt zweimal? Das ist ja wack. Na gut. Okay, ich habe nur eins bekommen. Dann ist okay. Gott sei Dank.
Cool, aber ein Schmuckstück. Ihr könnt benutzen, kanalisieren, um die Essenz eures Ziels aufzulösen. Was im Ziel oder. Wow. Das ist gut. Ja. Geil. Okay, schön. Das war Flügel Nummer 3. Das ging ja jetzt recht zügig. 40 Minuten. Das war's. This was. Der Samenkorn des Lebens. Ach, guck mal. Mit diesem Samenkorn sind wir Phyrax Ende einen Schritt näher. Mhm. Okay. Und diesen Samenkorn brauchen wir jetzt, um Phyrax aufzuhalten, ja? Okay. So viel zur Story dieses Raids. Okay, cool. War okay. Okay, am Ende, die Spieler haben nicht verstanden, dass man diese Flächen wegmachen muss. Deswegen haben wir sehr viel Schaden gekriegt. Hat aber geklappt, Gott sei Dank. First try is in Ordnung. Und ja, damit endet, wartet noch ein Flügel auf uns. Ich weiß auch gar nicht, wo der ist. Genau. Das ist hier draußen fliegen. Dann kommt der gute Tindral hier raschweise, der Anführer der Druiden der Flamme. Und dann kommt. Glimmeron kommt auch noch? Den haben wir doch schon gemacht, oder? Glimmeron war ja schon. Die Reihenfolge ist natürlich voll durcheinander, ne? Genau, den haben wir schon gemacht. Dann kommt Phyrax. Krass. Gehe ich mal von aus. Gut, also, das war der dritte Flügel von dem Raid am Yggdrasil. Und wir werden im nächsten Video die Story von Tyr weiterspielen. Aber zumindest für den Schlachtzug war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde immer noch den Boss mit den Speeren am spannendsten. Beziehungsweise eigentlich Glimmeron, oder? Mit diesen Kreisen, mit dem Ausweichen, das war auch cool. Aber insgesamt, das hält sich echt im Rahmen. Ich finde, das war alles auch machbar. War jetzt nichts unmöglich, alles in Ordnung. Gut, so viel dazu. Dann machen wir jetzt hier eine gedankliche Pause. Was haben wir denn hier eigentlich? Oh, es ist Zeitwanderung. Willkommen auf den Dracheninseln. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut, also, Leute, dann soll es das für diese Aufnahme gewesen sein. Der Fokus lag ja darauf, dass wir den Raid machen. Im nächsten Video werden wir uns dann um die Wiederherstellung von Tyrs Geist kümmern. Der Körper ist ja wiederhergestellt. Und damit die neue Tyr-Story von 10.2 spielen. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Flügel Nummer 3 von 4 von dem guten Raid von 10.2 Wächter des Traums von Am Yggdrasil. Ob wir es schaffen, Phyrax aufzuhalten, sehen wir dann nächste Woche mit dem nächsten Reset. Und im nächsten Video geht es erstmal weiter mit Tyr. Sucht es euch aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.